Willkommen zurück zu Phantasy Star Online 2 Tundra Edition. Ja, das ist die letzte, ne? Vorletzte. Die letzte Subquest und dann die Exploration und dann haben wir die Tundra auch erstmal abgehakt. Das ist cool. Haben wir noch die Küste offen. Die eine Quest, die wir gemacht haben, zählt wohl auch als Nebenquest. Also da haben wir nur zwei Nebenquests dann. Und dann keine Ahnung, welches Gebiet das nächste aufgeht, aber ich hatte vorhin mal kurz gesehen, da kommen auf jeden Fall noch interessante Gebiete. Ich hätte gerne jetzt Stadtlevel. Das sind meine Lieblingslevel. Ich nehme eine Kanalisation. Ich glaube nicht, dass hier eine Kanalisation vorkommt. Zombies. Zombies, ja. Zombies. Du bist vergiftet. Ja. Welches Spiel ja auch immer so ein bisschen gelobt wurde, obwohl es eigentlich gar nicht so gut sein soll, ist hier Days Gone. Nee, war ja nicht Days Gone? Wie heißt das Biker-Spiel? Ach, was? Ist das nicht Days Gone? Echt? Ja, doch, das kann sein. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, aber ich weiß nicht, es ist Only PlayStation, ne? Ja. Es sieht auch interessant aus, also. Ich hab Videos angeguckt, kacke sah es jetzt nicht aus. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, warum es so schlecht gemacht wurde. Langweilige Geschichte. Ja, gut, bei dem Zombie-Spiel ist mir die Geschichte ehrlich gesagt egal. Ich habe bis heute keine Ahnung, worum es in Dead Island geht und trotzdem bist du durchgespielt. Willst du nicht einfach von der Insel runter? Ja. Das ist die Geschichte. Ja, siehst du, also langweilig ist es nicht. Es ist auf jeden Fall. Es sind doch zuletzt die Spielszenen von Dead Island 2 geleakt worden. Die, wie sein sollte. Ja, so die erste Tech-Demo, also die sie gemacht haben für das Spiel. Ich weiß noch, das war auch so krass, es sollte irgendwie in einem Monat rauskommen oder so. Also damals, als es rauskommen sollte, und auf einmal so puff war es irgendwie weg. Es war sehr schnell, hat sich das erledigt. Echt krass. Aber ich mach den ersten Teil. Ich hab den voll gern gespielt. Go with Dying Light. Müsste da jetzt nicht auch eigentlich der zweite Teil rauskommen? Ja, der ist auf jeden Fall in Mache, ne? Aber wann der rauskommt, weiß ich nicht, aber den will ich mir auf jeden Fall holen. Weil ich den ersten Teil mega gerne gespielt habe. Warte. Und für den. Und für den ersten Teil kommt jetzt sogar noch ein Update raus. Echt? Ja, ein DLC, also. Hat mich auch gewundert. Und es gab doch noch einen Battle Royale Ableger davon, aber ich weiß gar nicht, ob der rausgekommen ist. Von Dead Island gab es so einen seltsamen MOBA Ableger oder so. Ganz, ganz schräges Spiel. Kommt doch jetzt auch ein Pokémon MOBA. Ernsthaft? Ja. Ich hasse MOBAs. Das einzige MOBA, was ich gerne gespielt habe, war Heroes of the Storm, aber das auch nur so nebenbei gegen Bots. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Genre, das ist vollkommen irgendwie vorbeigegangen. Smite fand ich noch ganz lustig. Hatte irgendwie was, aber. Nee, ich hab das schon gerne gespielt. Ich find's auch ganz cool, wenn die Community nicht so scheiße wäre, würde ich das auch echt. Würde ich es auch jetzt noch spielen, weil ich jetzt so ein bisschen hat's mir in den Fingern gejuckt, League of Legends zu spielen. Mal. Habe ich ja noch nie gespielt. Also immer nur Dota oder Heroes of Storm. LOL habe ich damals, das ist ewig her, als ich mal LOL gespielt habe. Erinnere mich auch nicht mehr wirklich viel dran. Nee, ich weiß nicht, irgendwie war das nie so meins. Ein, zwei Runden und dann war irgendwie. Heroes of Storm habe ich ja tatsächlich ein bisschen länger gespielt noch. Das aber ist halt auch cool. Mit dir und Madita. Ja. Und es hat auch Spaß gegen Bots gemacht. Wie so ein. Ich überlege gerade bei dem. Super. Beim. Das ist doch hier so eine kaputtbare Wand, oder? Ja. Eine grüne Kiste. Hier ist Storm. Ich hätte aber irgendwann gehört, dass sie damit aufgehört haben, dass. Oder aufhören wollten. Weil das nicht so erfolgreich ist, das weiter zu versorgen, aber scheinbar versorgen sie es ja noch, weil
Ist ja jetzt zuletzt noch May dazu gekommen von Overwatch. Aber von Blizzard hört man sowieso nicht mehr so viel. Eigentlich sollte doch dieses Jahr Overwatch 2 rauskommen. Ja, irgendwie ist Blizzard seit Warcraft 3 auf einmal, also im Warcraft 3 Remake, völlig in der Versenkung verschwunden. Also eigentlich schon länger. Raindrop. Oh, nice. Oh, was ist das? Ich muss was gucken. Geiles. Ah, nein. Eine Waffe. Also ein Schwert. Ne. Sagen gibt's mir, aber naja. Ich kauf dir Premium. Nee, das ist, ich glaube, die haben halt einen unglaublich schlechten Loot letztes Jahr bekommen. Dann Warcraft 3 versaut. Ja, irgendwie fing das schon damit an, als auf einmal so ein Call of Duty auf Battle.net kam und Destiny und so. Und das war irgendwie schon so ein seltsames Zeichen. Aber ich glaube, damit weiß ich gar nicht, ob sie das immer noch machen. Destiny nicht mehr, aber Call of Duty ja. Ach, schon, hier geht's weiter, oder? Jo. Destiny ist jetzt auf Steam. Ja. Und auf Stadia, glaube ich. Ja. Ich brauche kein Stadia. Und auf Epic? Kann das auch sein? Weiß ich nicht. Ist hier ein Boss? Weil hier ist. Das ist ein Bossraum. Also so ein Boss-Teleporter. Oh. Natürlich, in meinem Mode. Du hättest gedacht, muss ich schon wieder die ganze Monster hinterdenken. Oh, zwei Mammuts. Warte, ist das jetzt Nebenquest oder ist das schon. Ich glaube, es gibt auch Nebenquests mit Bossen. Stimmt, war ja bei der einen auch beim Wald, glaube ich. Autsch, ja. Au. Au. Oh fuck. Gesundheit. Autsch. Okay. Ich bin gespannt, in den Trailern hat man immer so riesen Bossviecher gesehen. Wann die mal hier kommen. Ich hab die auch in irgendeinem Trailer oder Video gesehen. Freu ich mich schon drauf. Oh, kannst du mal. Du bist ein scheiß Mammut und kein Hipmut. Sind das eigentlich dann ihre Kinder, die wir da umbringen? Noch nebenbei? Vielleicht. Was verdient. Greifen uns an, als haben sie es verdient. Wow. Ja. Okay. Vielleicht waren es schon beide? Ja, das noch habe ich gerade umgebracht. So, Kristall. Kristall. Oh, Geld. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Geld, 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 Geld. Perfekt. Exploration an. Ja. Zum kurz verkaufen. Expedition. Ah, den merkt noch fit. Maggie, da bist du. Beat Item. Level 11. Was? Mein Mac. Oh.
Meiner ist jetzt Level 18. Fast 19. Was? Schon rein? Nö, ich stehe hier. Achso. Noch in Flau packen und dann bin ich so weit. So, jetzt bin ich ready. Ja, ich bring auch noch was weg. So, okay. Und los. Vielleicht kommt jetzt nicht nochmal der Mammut als Boss, das wäre ein bisschen doof. Das wäre wirklich bescheuert. Aber ich finde den Mammut auch generell nicht sehr eindrucksvoll. Ja. Der Monster Hunter macht ihn auch nicht. War das von den vier Viechern, was am beschissensten war. Die anderen drei Teile voll geil. Mitsuzune, der. Namen vergessen, mein Gott, wie kann ich den. Von Mitsuzune könnte ich mir den Namen merken, aber von dem anderen nicht. Glavenus, mein Gott, der Glavenus. Der Astaroth, auch mega geil. Und was ein Mammut war. Hat ein Mammut. Wieder so eine blaue Kiste, ich hab keine Ahnung, was sie bringen. Ich hab auch keine Ahnung, ich glaube, das ist meistens Ausrüstung drin. Da passt über Ausrüstung drin. Oh, ich merke langsam, wie ich mit meinem Stuhl verklebe. Ja. Gut, da kann ich froh sein, dass ich kein. Elektronisch mehr. Keinen Ledersessel mehr haben. Ja. Ich glaube, mein nächstes ist auch kein Ledersessel. Feuer frei! Toll, natürlich keine Viecher mehr da hier. Der macht ein gutes Geräusch. Ich guck mal erstmal hier unten. Geht's hier weiter runter? Ich frag mich, was weißt du, was hier das Max-Level ist? 75. Ah ja, stimmt, sagst du. Und der Mag 200. Stimmt. Was schätzt man, also jetzt langsam steigen wir auch nicht mehr so schnell nee. Auf. Du hast ja am Anfang auch diese ganzen Quests bekommen, die irgendwie. Ja, die irgendwie voll viele P gegeben haben, ja. Dafür, dass sie nur Gequatsche waren. Ist doch besser so, wenn es nicht so flott geht. Das ist so ein Spiel, wo du sagst, Max-Level bist, ist irgendwie so ein bisschen. Meh. Das wäre schade. Jo. Toll, die Sackgasse. Geht's rund? Ich frag mich manchmal immer noch, was manchmal das Leuchten bedeutet. Das habe ich auch nicht verstanden. Jetzt zum Beispiel ist in so einer blauen Fontäne ja, genau. Gestorben. Und jetzt manchmal habe ich auch über mir einfach so genau. Hier sind Kisten. Er ist in der gelben Fontäne gestorben. Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Ach, fick dich. Da war eine Bombe drin. Die mich vergiftet hat. Oh no. Und explodiert ist. Oh Gott. Dreifach fake hier. So. Weiß nicht, hier sind ja auch oft so Viecher, die irgendwie so befallen sind. Macht das einen Unterschied? Das weiß ich auch nicht, die haben so einen Knopf im Kopf, ne? Ja, genau, und leuchten so ein bisschen rot. Das ist ein schönes Detail, aber ist das irgendwie relevant? Sind die stärker? Gehen die mehr EP? Droppen die was? Kannst du hier gar nicht sagen. Ich glaube, da oben geht's weiter.
Ja, das sieht irgendwie richtig aus. Ja, auch wie so ein Knopf im Kopf. Geh ich in die richtige Richtung? Ja. Ah, wenn man den. Also mir ist das jetzt zum ersten Mal aufgefallen, der Knopf am Kopf. Ist wahrscheinlich die Schwachstelle. Ja, genau, also du. Der hat doch so ein eigenes Symbol zum Anvisieren. So, next area. Oh, Hintergrund ist cool. Oh ja. Wie gesagt, man gewöhnt sich auch echt an die Grafik. Ja, also ich find's nicht mehr schlimm oder so. Nee, also schlimm fand ich's ja auch jetzt. Das Grafik macht mir ja sowieso nicht so viel aus. Ja, mir auch nicht. Also. Ah, manchmal ist es zu Augenkrebs. Das einzige, was mich. Ich finde hier auch Final Fantasy echt ein schönes Spiel. Wie gesagt, nur dass es kein richtiges Anti-Aliasing gibt oder kein sehr aktuelles. Ja, was mich auch ein bisschen. Ich hatte ja mal Arc-Age gespielt, ne? Ja. Und auch, also jetzt mit dem Arc-Age Unchained, ein ganz cooles Spiel eigentlich, ne? Hm. Hat auch Spaß gemacht. Hätte wahrscheinlich weitergespielt, wenn ich nicht alleine wäre halt, weil alleine ist so ein MMO immer so ein bisschen. Ja. Aber auf 4K in Ultraweit läuft super. Allerdings kannst du die Texte nicht skalieren. Das UI. Das ist alles mega winzig, das ist voll dumm. Geht einem auf Dauer ultra auf die Eier. Alles ist klein, du hast ein Problem zu lesen. Die Karte ist klein und die Symbole sind klein. Und boah, es ist so schwer, so einen Slider einzubauen, um einfach die UI anzupassen. Das haben Spiele, Pixelspiele haben das. Tja. Sind die richtig portiert werden? Ja. Bei Final Fantasy zum Beispiel, als ich einen neuen PC bekommen habe, habe ich es ja dann auf einen neuen PC installiert. Und da musste ich leider feststellen, dass mein komplettes UI, was ich mir selbst zusammengebastelt habe, nicht übernommen wurde. Und, ich weiß nicht warum, ich kann nicht sagen warum, die kompletten Item-Sets, die ich zusammengestellt hatte, waren auch weg. Keine Klassen-Sets zum Schnellwechseln. Ich musste alles nochmal Wenn die scheinbar auf dem PC gespeichert. Ja, aber warum wird sowas auf dem PC gespeichert? Hatte ich echt einen halben Tag zu tun, wieder alle. Ich hatte ja echt viele Klassen und Berufe schon. Hatte ich echt einen halben Tag erstmal zusammengebracht, die Kacke wieder. Also mein UI zusammenzubasteln, die ganzen Fähigkeiten in die Leiste zu ziehen und so. Das hat gedauert. Ich verstehe dieses Spiel. Das ist auch einfach eins. Das ist einfach unbestritten eins der besten. Ja. Yeah, ich bin 20. Yay. Mal hier ist wieder so eine geheime Wand. Mal gucken, was dahinter ist. Zwei grüne Kisten. Wir hatten echt lang keinen Rare Drop mehr, also ich zumindest. Ah, ich habe vorhin irgendwann nochmal, aber nur einen. Und das war auch schon lange her. Ah, hier geht's auf jeden Fall weiter. Das ist schon gut. Okay, ich habe hier noch so einen dicken Yeti. Ja, ich hier auch, aber der war mit drei Schlägen tot. Wow, das ist enttäuschend. Ah, jetzt noch eine geheime Wand. Blaue Kiste. Ja, da ist glaube ich wirklich immer nur Ausrüstung drin. Okay. Noch eine geheime Wand. Ich guck mal. Ist hier irgendwas Spannendes? Oh, eine rote Kiste. Eine rote Kiste hat mich irgendwie enttäuscht. Oh. Hier waren zwei Rare Drops drin. Okay. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja. Mal in Richtung. Kroto?
Wer ist Kroto? Krotum. Wachtelter. Ich muss mal kurz was gucken. Weapons. Gibt da irgendwas Cooles? Red Ops. Oh nein, ich bin tot. Was? Überleben? Ja. Wow, hier ist so dieser Typ, ne? Alter, macht der Schaden. Wow. Okay, warte, was ist das? Ich hab ein bisschen Angst vor dir. Der Stalker von Warframe? Scheinbar ja. Ist das ein Spieler oder ist das ein... Nee, ich glaube, das ist ein NPC. Hm? Defeat Persona the Masked. Den müssen wir auch für eine der Hauptquests töten. Stimmt, du hast recht. Aber das Miese ist, der hat mich halt angegriffen, als ich im Menü war. Das ist echt... kann ich nicht so machen? Oh, oh. Oh, oh. Hab ich's geschafft? Ja. Heil mich gerade. Ah, geschafft. Oh, hat auf jeden Fall viel gedroppt. Nichts rare, aber... Rare Drop! Endlich mal wieder ein Rare Drop! Ja. Warte mal, ich wollte mal ganz kurz... Geh in die richtige Richtung? Ja. Oh, ich bin jetzt in Area 3. Ah ja, hier geht's auch, glaube ich, zum Boss. Mach mal die Mammuts. So, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Ah, da bist du. Mal eben was gucken. Okay, jetzt bin ich 21. So, eine Quest abgeholt? Ja. Oh, das sieht doch schon... Oh, 2. Jetzt sieht es ein bisschen Dragon Quest-mäßig aus. Stimmt. Ich hab noch 2. Oh, der macht aber gut Schaden. Jo.
Jetzt ist er tot. Er kam nicht mehr aus der Ecke raus. Ah, ein zweiter noch da, oder nicht? Ich glaube, der kommt jetzt bestimmt. Jo, da ist er. Da ist er. Und ich hab das Ding aus dem zerklappt. Lohnt sich auch mal zu blocken. Unlock. Und tschüss. Sehr schön. Redrop! Redrop beim Boss ist immer gut. Mal gucken, ob du jetzt Rang S kriegst, wenn du gestorben bist. Stimmt. Ja, Rang S. Wie kriegt man denn dann nicht Rang S? So, mein Mac füttern. Gimme Mac. So, was? Lass das mal verkaufen. Viel besser. So, und jetzt noch die Items. Ja. Noch Missions zum Abgeben? Jo, eine. Oh. Neue Waffe? Ja, nee, neue Fähigkeiten zum Schwert. Ah. Ja, mal gucken, ob ich neue Fähigkeiten bekommen habe. Okay, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Damit wir nicht die ganze Zeit im Menü rumhängen. Bis dann. Ciao.